Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von RimWorld, meinem absoluten Lieblingsspiel. Und wir haben sogar alle DLCs parat, die es für das Spiel im Moment gibt. Einmal Royalty, einmal Ideology, einmal Biotech und einmal Anomaly. Das ist erst vor 2-3 Tagen rausgekommen. Da bin ich schon ganz gespannt, was das für neue Funktionen mit sich bringt. Jetzt geht's aber erstmal um den kleinen Einblick ins Spiel überhaupt. Dazu neue Kolonie gründen. So, wir können ein Szenario auswählen. Dafür haben wir hier ein paar Presets. Wir können das natürlich auch alles Benutzer definieren und erweitern und ändern. Ach, die Möglichkeiten sind nahezu endlos. Wir wählen aber das komplette Standardding Bruchlandung. Der Krach von Sirenen und berstendem Metall hallt doch eure Ohren, als ihr zu dritt aus eurem Kryptoschlaf erwacht. Trotz Explosion und entweichender Atemluft schafft ihr es gerade noch, die Rettungskapseln zu erreichen und euch ins All zu katapultieren, bevor euer Raumschiff auseinanderbricht. Einige Zeit später landet ihr auf diesem unbekannten Planeten, am Rande der Galaxie. Deine Fraktion Neuankömmlinge. Starte mit 3 Charakteren. So, und dann die Ressourcen, mit denen wir starten. Alles klar, weiter geht's. Erzähler auswählen. Ein Erzähler generiert Ereignisse, wie zum Beispiel Piratenüberfälle, Rohstoffabwürfe oder Tierangriffe. Seine Entscheidungen beeinflussen die Geschichte deiner Kolonie. Du kannst diese Einstellung jederzeit ändern. Das heißt auch im Spiel natürlich. Randy Random steckt schon im Namen, der macht es relativ zufällig. Das kann entweder gut für euch gehen, aber meistens wird es wahrscheinlich schlecht gehen. Ich nehme gern Phoebe Chilex und dann im Abenteuergeschichte-Modus, weil ich gern meine Kolonie ein bisschen aufpäppel und Ressourcen sammel und die richtig stark mache. Ansonsten bin ich nur am Struggeln, weil da echt viel passiert. Viele Events, die das Leben meiner Kolonie schwierig machen. So, Cassandra Classic nehme ich aber auch. Das ist so eine typische Spielerfahrung. Wird linear schwieriger. Wie gesagt, ich bin eher für Phoebe Chilex, aber das ist das Geile an dem Spiel. Man kann spielen, wie man will, was man will. Das ist echt genial. So, normalerweise spiele ich das Spiel mit hunderten Mods und da würde ich immer dazu raten, für den Laden-Erlaubt-Modus macht die Immersion ein bisschen schlechter und man kann Fehler revidieren. Allerdings, falls mal ein Mod buggt und irgendwas nicht klappt und das Save Game corrupted, falls es mal passiert, ist selten, kann passieren. Nehmt bei Mods den Laden erlaubt Modus, ansonsten habt ihr schlechte Karte. Hier nehmt ihr den Hardcore Modus, das heißt einfach nur, wir speichern nur, wenn wir Spiel beenden. Das heißt, vor einer kritischen Entscheidung können wir nicht einfach mal kurz abspeichern und schauen, was passiert. Das heißt, Hardcore Modus it is. So, Welt erstellen. Da haben wir einen zufälligen Seed. Schuh, Tümmler, Plateau, Ash, Kolibri, Gedärme. Das ist doch ein wunderbarer Seed. So, planetare Abdeckung. Das gibt an, wie viel vom Planeten generiert wird. Also man ist auf einem Teil von dem ganzen Planeten, kann natürlich in die anderen Teils gehen, je nachdem. Wir nehmen 100%, das dauert sehr lange bei der Generierung. Gut, ich habe einen beefigen PC, das geht. Fraktion passt und hier können wir noch ein bisschen Weltoptionen anpassen. Wir nehmen einfach Standardding generieren und... Und da sind wir. Ist der Planet nicht schön? Und der ist komplett rund. Also hier gibt es auch keine flache Erde. Da müssen wir gar nicht mit Verschwörungstheorien anfangen. So, dann gehe ich am ersten meistens auf erweitert, weil ich mag große Map-Größen. Auch wenn das Spiel da warnt, dass es eigentlich für kleinere ausgelegt ist. Bla bla bla. Ich mag riesige Karten. Ich mag riesige Planeten. Es muss groß sein. Ich siedel mich ganz gern immer in der Nähe von ein bisschen was Bösem und ein bisschen was Neutralem oder Freundlichem an. So, das ist das Biom gemäßigter Wald. Wir haben hier noch Savanne. Wir haben die Wüste. Wir haben hier gemäßigter Wald mit bisschen Bergen. Das sieht man hier beim Gelände bergig. Wir haben aber noch direkt unpassierbar, heißt es, glaub. Ich spiele normalerweise in Englisch, deswegen können einige Begriffe daneben sein. Aber steht unpassierbar dran, das ist ja schön. So, das ist bergig. Wir haben aber auch nur kleine Hügel. Hat man eben mehr Steine und mehr Berge in der Map, die wir uns gleich ansehen. Ich würde sagen, hier ist ein ganz guter Ort.
Wachstumsperiode 50 von 60 Tagen, also ein Tag ist 60 Tage lang, ein Jahr ist 60 Tage lang und 50 Tage davon können wir irgendwas anbauen, ansonsten ist es einfach zu kalt. Wenn wir weiter runtergehen würden, hier zum Beispiel Wachstumsperiode nie, da könnten wir also gar nichts anbauen, außer dann in Gewächshäusern, die müssen wir aber erstmal erforschen im Standardspiel, je nachdem wie man es konfiguriert. So, zurück zu meinem angedachten Platz. Ich glaube, das war hier. Dann schauen wir noch auf die Gesteinsarten. Ich hätte gern Granit und Marmor. Kalkstein und Marmor, weil Granit eignet sich wunderbar für Mauern. Marmor ist ein bisschen weicher, es eignet sich nicht ganz so. Schiefer ist auch eher weicher und der Rest geht einfach. Marmor und Schiefer, da muss man ein bisschen hin und her drücken, aber man findet was. So, 50, 60 Tage. Niedrigste Temperatur, so im Durchschnitt minus 4 Grad. Es gibt natürlich auch sowas wie Kälteperioden, Hitzeperioden. Das ist ganz, ganz gut. Na gut, dann können wir hier weitergehen. Ideologie wählen. Wenn man seine eigene Religion, Ideologie erstellen will, kann man sich hier verkünsteln. Das machen wir im Moment nicht. Das dauert zu lange. Klassisch ähnlich wählen wir und einfach weiter. Und dann können wir unsere drei Startcharaktere erstellen. Wir können natürlich viele, viele Kolonisten noch rekrutieren, aussortieren, ausschlachten für deren Organe und was auch immer. Was am Anfang meiner Ansicht nach wichtig ist, ist Bergbau, Handwerk, Medizin und Konstruktion und ein bisschen Fernkampf. Wenn wir das mit den Leuten hier irgendwie abgedeckt bekommen, bin ich zufrieden. So, wir müssen ein bisschen auf die Gesundheit achten, weil komplett drogensüchtige Leute sind am Anfang ein bisschen, vor allem wenn man die Drogen nicht liefern kann, entsprechend etwas unmotiviert zu arbeiten. Da muss man eben immer abwägen. So, der ist komplett gesund. Ein Künstler, der kann ein bisschen Handwerk, der kann Tiere, das ist gar nicht so schlecht. Aber am Anfang sind Tiere noch nicht so wichtig, für mich zumindest. So, die ist ein bisschen fett, aber ein richtig guter Nahkämpfer. Und am rechten großen Zeh hat sie eine Erfrierungsnarbe. Und die ist Schmerzen. Da wird sie unzufrieden sein. Wir klicken noch ein bisschen durch. Der ist gut im Fernkampf und Nahkampf. Intellekt auch. Wunderbar, der passt. Der ist zwar schon ein bisschen alt mit 57 oder in der Realität 146, aber biologisches Alter ist erstmal 57, beziehungsweise genau, biologisch 57 Jahre. Der wird bald Rückenschmerzen bekommen. Der kann kochen, der kann Kunst, der kann aber auch Fernkampf und Nahkampf. Das ist ja fast besser als der da oben. Wir brauchen nicht zwei, die so gut sind. So, dann haben wir hier die Jana. Die ist ganz gut im Bergbau, in der Kunst, in der Soziologie. Also Sozialkunde, das ist auch ganz wichtig. Da freuen sich alle dann immer ein bisschen. Und Olive Waller, die kann Nahkampf, nee, ich will jemanden mit mehr Konstruktionsskill oder einer brennenden Leidenschaft für Konstruktion. Hitomi, die sieht doch gut aus. Konstruktion 9, Bissname, Kratzname, und die ist blutrünstig, was waren die anderen? Oh je, Psychopath, das ist schon mal Glaubensverlustfaktor mal 50, Weichei, Schmerzschwelle minus 50, Vielfraß, stimmt, darauf sollten wir auch achten. Zäh und extrem hässlich, das ist schade, aber das macht ja nichts. Gut, der Psychopath, ja, kein Wunder, ist er gut im Fernkampf. Lass mal ihn mal so und blutrünstig. Du bekommst einen Kick, wenn sie jemanden verletzt und stört sich nicht am Anblick von Blut und Tod. Na gut, solange sie gut bauen kann, ist mir das egal. Starten! Und da sind wir schon. Der Krach von Sirenen und da steht's einfach nochmal. Okay, wir sind jetzt hier in unserem Szenario angekommen. Auf OK drücken und da landen wir zu dritt auf dem Planeten. So, erstmal sind alle Gegenstände verboten. Mit Leertaste halte ich kurz das Spiel an. Befehle, erstmal hier auf das Erlauben. Ihr seht das X hier, das kann man einzeln erlauben, man kann es aber auch schön ziehen. Die Gegenstände liegen teilweise ein bisschen verstreut am Anfang. Gibt einen schönen Mod, mit dem man so alles erlauben kann auf der Karte, was geXt ist. Kann man sich schön einstellen. Das Spiel läuft hier komplett ohne Mods im Moment. So, dann als erstes die Waffen verteilen. Hitomi hat Fernkampf 9. Ich glaube, wir haben normalen Revolver, den kriegt die.
und Dell war ein guter Fernkämpfer. Der kriegt das Repetitiergewehr und Higgs kriegt das Messer. So, Dell, du kriegst auch den Helm. Und was am Anfang ganz wichtig ist, die Hitomi kriegt vielleicht die Schutzweste. Und wir haben ein Kätzchen. Danny, Männchen, Katze, Alter 1, Neuankömmlinge, wandert umher. So sieht das aus. Das Wichtigste am Anfang ist, ein Lager zu bauen. Mitunter, weil ihr seht hier, zerfällt, nicht überdacht, draußen 0,25 von dem Stapel sterben jeden Tag an Witterungsverhältnissen. Was wir machen können, ist natürlich uns auf der Map umsehen, ob wir schon guten Startpunkt für ein Lager haben. Das sollte am Anfang relativ groß sein. Das wird mal ein bisschen länger bestehen, zumindest bei meinem Baustil. Sieht ja hier schon relativ interessant aus. Das sind halt die Berge und Felsen. Anders werden Berge nicht aussehen. Aber genau, ich bin sehr zufrieden damit. Okay, wir könnten uns natürlich ein bisschen in den Berg fräsen. Zum Beispiel hier in den Marmor. Das sollte relativ flott gehen. Wir gehen mal auf Strukturen und Wand. Da sehen wir den Außenbereich. So, wenn wir jetzt hier sagen, Gestein abbauen, habe ich das natürlich meistens gerne so, dass es nach was aussieht. Aber das muss nicht unbedingt sein. So, dann schauen wir mal, ob wir hier ein Lager reinkriegen. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Da müssen sie mal ranklotzen. Wer ist denn von euch der designierte Bergarbeiter? Higgs. Also das sind hier automatische Prioritäten. Man hakt nur an, was sie machen sollen oder was nicht. Man kann das aber auch umschalten, was ich hier immer mache. Links ist ganz wichtig, zumindest Feuerwehr und Patient und das Arzt sein. Bettruhe natürlich auch. Also die Prioritäten gehen dann von links nach rechts, wo die erste 1 ist, wenn ein Job anfällt, ja, wird halt das genommen. So, Higgs, Bergbau 2, alles andere, was mir jetzt gerade nicht so wichtig ist, außer der Bergbau, sind auf 3, deswegen wird sie das jetzt bevorzugt machen, hoffentlich. Kannst du auch Bergbauen, beziehungsweise wie gut bist du? 1. Und du bist auf 2. Dann sag mal doch einfach die Hitomi. Auch wenn sie gerade noch nicht den nötigen Skill hat, die trainiert ihn ja. Das wird schon klappen. So, hier haben wir Geschwindigkeitseinstellung. Wir sind gerade auf dem normalen Speed mit 2 auf dem schon mal ein bisschen vorgespulten Speed. Und dann mit der 3 geht's richtig ab. Da erleben wir was. Ich glaube nicht, obwohl das Marmor ist, dass sie heute damit fertig werden. Wenn dann am nächsten Tag, aber das ist schon mal eine gute Grundlage. So, die hat natürlich nichts zu tun, weil die den einzigen Felsen da blockiert und jetzt ist mehr von dem Areal frei geworden. So, wir müssten auch eine Tür hier hin machen, sonst kommt ja jeder Hinz und Kunz hier rein, klaut unsere schönen Sachen. Eine Stahltür bitte. Wir sind mit bisschen Stahl gelandet, sieht man irgendwo liegt Stahl rum. Ah, hier. 425, das reicht für eine poplige Tür. Was können wir dann noch machen? Also die brauchen dann auch demnächst Betten und ein bisschen Unterhaltungsmöglichkeiten. Sonst gefällt es ihnen bei mir gar nicht gut und dann schnappen sie wieder über. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern. So, wir können schon eine Abfallzone definieren. Die machen wir auch hier erstmal an den Rand. Da kommt sowas hin wie erstmal Felsbrocken, dann wissen sie, wo sie sowas, was im Weg ist, hinräumen können. Brocken und natürlich auch Leichen. Ob das jetzt von Tieren, Maschinen oder antike Gefahr. Stimmt, hier gibt es so antike Schreine. Wenn wir uns da durchbauen, kann es sein, dass das Spiel schon vorbei ist, weil da können Mechs drin sein oder mächtige Gegner. Die wollen wir erstmal nicht belästigen. Unser Lager können wir trotzdem hier bauen. So, eine tote Ratte liegt da schon. Die haben nicht wir getötet, sondern glaub unsere Katze. So, ich kann sagen, dass die Objekte hier weggetragen werden sollen. Aber das sieht ja eigentlich schon ganz gut aus. Zerfallener Monolith. Dell hat in der Nähe einen uralten Monolithen entdeckt, der teilweise vergraben ist. Wenn du ihn untersuchst, erfährst du vielleicht mehr. Das kommt glaub vom neuen DLC.
Wer ist am besten im Untersuchen? Intellekt 1, das wird nix. Intellekt 0, das wird auch nix. Ich habe keinen genommen, der denken kann. Ja. Die Kolonie ist ja schon zum Untergang geweiht. Nee, wir haben später ja die Möglichkeit, Leute zu rekrutieren, aus der Versklavung zu retten, zu versklaven. Irgendwer von denen wird schon denken können. Wir haben ein antikes Exoschreiber-Mittelteil, enthält einen antiken Mech-Transponder. Greife dies an, um es zu zerstören. Okay, nichts akut Wichtiges, obwohl es so ominös blinkt. Na gut, wo sind wir denn? Wo baue ich mich gerade rein? Ich dachte, das. Ah, hier oben. So, da schlafen schon mal zwei, sobald sie das fertig gebaut haben. Oh, wir haben direkt hier auch an der Grenze aufgehört. Das ist aber dann schon riesig hier, dieses antike, die antike Ruine. Uiuiui. Ich wollte eigentlich Teil meiner ersten Basis, bis wir ein bisschen Ressourcen haben und hier großflächig was bauen können, unterbringen. Dann müssen wir das wahrscheinlich nach draußen verlagern. Ist auch kein Thema. So, wir können auf Befehle gehen und sagen, Objekte wegtragen. Tja, die Hitomi ist echt nicht gut im Abbauen, obwohl das hier nur Marmor ist, dauert das relativ lange. Im Gegensatz zu Hicks, die das deutlich besser beherrscht. Aber auch da ist noch relativ viel Luft nach oben. Und das Doppelte an Luft. Je nach Mod noch mehr und je nach Zeug noch mehr. So, was macht eigentlich der andere? Was machst du, Dell? Ach, du lagerst nur Leichen ein, das ist nett von dir. Geh deiner psychopathischen Natur nach. So, in der Hoffnung, dass das gleich fertig ist. Wir können aber schon mal hier eine Lagerzone andefinieren. Dann bringt hoffentlich der Dell unser gutes, verderbliches Zeug hier schon mal unter ein gutes Dach. Priorisiere bauen. Oder liefern. Wer baut denn bei mir? Hitomi, du sollst bauen, du sollst nicht nur liefern. Dankeschön. So, jetzt steht hier auch drin, dass es draußen ist. Und wenn wir drüber haben, steht drin, also hier, ja, drin, 21 Grad. Wunderbar, es ist überdacht. Jetzt müssen nur noch unsere wertvollen Ressourcen hier rein, zum Beispiel die Überlebensration. Die sehen noch relativ gut aus. Eine wird wahrscheinlich gegessen, die ist noch nicht sofort verwittert. Wir haben ein bisschen Zeit, aber wir können es trotzdem nicht draußen liegen lassen. Das sind, glaube ich, diese Anima-Bäume für die Ideologie. Für manche Ideologien können wir natürlich auch abreißen. Und das mögen die Bäume aber nicht so. Passiert erstmal nichts Schlimmes und beim zweiten Mal auch nicht. Und ich weiß nicht, ob überhaupt was Schlimmes passiert. Aber die Bäume schreien so grässlich, wenn sie draufgehen. So, auch hier Medizin zerfällt schon 55 von 60 Health Points. Nicht so gut. Und hier, okay, hier haben wir 49 von 50 Health Points. Das geht noch. Das geht doch noch. So, die Steine werden fachmännisch gerade rausgetragen. Spiel speichert in automatischen Abschnitten. Wo steht denn Wegräumen? Ich bin es wie gesagt mit Mods gewohnt, da kann man einfach hier Hall drücken. Na gut, muss man so selektieren. Vielleicht haben sie es auch umgestellt. Ich weiß es nicht. Es wird so funktionieren. Hier haben wir Wände aus Stahl. Das ist richtig gut. Vor allem, wir können die einfach abreißen. Wir müssen eventuell aufpassen, dass unserem Bauarbeiter da nicht einfach so ein Dach noch auf den Nacken kracht, sonst ist der hinüber oder zumindest sehr, sehr schwer verletzt. Das passiert leichter als man denkt, vor allem wenn man Berge abträgt, da muss man echt aufpassen. Normalerweise kann man Bergdächer nicht abtragen, soweit ich es weiß. Deswegen ist es mitunter der erste Mod, den ich mir immer installiere. So, jetzt ist das Ganze eine Lagerzone, die konnte man einfach erweitern. Können hier natürlich auch definieren, was überhaupt rein soll. Also Leichen gerade grundsätzlich nicht. Wir könnten aber hier auch sagen, irgendeine, also wenn wir mal einen Kühlraum haben, dass man hier die toten Tierleichen reintun, bis auf die Insektenleichen. Aber solange das ungekühlt ist, bringt es nichts, sonst verrotten die da drin. So, das können wir aber auch hier definieren. Erlaube Verrottendes? Nein. Nicht im Grundlager, da wollen wir nichts, was irgendwie schon verrottet. Zum Beispiel hier diese Überbleibsel von Menschen, die sind verrottend.
Und die Ratte ist ungekühlt, verdirbt in 10 Stunden. Also in 10 Stunden wird die auch unhaltbar. Das ist nicht so gut im generellen Sinne und auch in keinem sonstigen. So, dann kann man den Leuten aber auch mal sagen, sie können entweder Pflanzen ernten. Ah, hier ist Objekte wegtragen, also könnt ihr damit das auch selektieren. Okay, dann war es da, das war eben unter, war das unter Befehle? Ah, ich habe vorhin auf Zone gedrückt. Jo gut, das war mein Fehler. Na gut, ich wollte aber sagen, dass die jetzt auch ein bisschen Holz hacken können. Dann können wir zumindest einen Basisunterschlupf aus Holz machen, was generell keine gute Idee ist, seit man Roleplayt irgendwie so ein Mittelalter-Setting. Warum ist es keine gute Idee? Holz brennt. Stahl glaub auch, aber da habe ich einen, ja, einen Mod, der das verhindert. Ich will nicht, dass mein Metall brennt. So, Harry, eine Händlerin, eine kleine, die ist relativ gut, die sind aber neutral. Sind die neutral? Also sie sind, Glaube vom Vater Harmonie 77%. Die Fraktion, minus 10, okay, sind noch neutral. Dann handeln wir doch mal mit dem Besten in Soziologie, in Sozialkunde. Ja, X, einmal bitte verhandeln, das gibt immer bessere Preise, wenn man jemanden nimmt, der gut verhandeln kann, aber auch nicht so viel bessere. Verstärkter Lauf können wir kaufen, Helm aus Stahl könnte man kaufen. Wir haben gar nicht so viel Geld, beziehungsweise wir hätten das Geld. Das ist nur noch nicht eingeräumt, wir starten ja mit 800 oder so. Dann kaufen wir uns doch mal, ach was soll's, bisschen Medizin schadet nicht, und Helm aus Stahl akzeptieren. Okay, dann muss ich wirklich jemanden bitten, mal dringend unser schönes Silber hier wegzuräumen. So, das kann man auch hintereinander ausführen lassen. Da kriegt ja erstmal keine Nachtruhe, bis er den ganzen Scheiß verräumt hat. Und auch die Teile müssen schleunigst unters Dach, weil dieses Meerschweinchen hier sieht schon so gefräßig aus. Die knabbern tatsächlich die Nahrung hier an, die fertig gepackt liegt. Das finde ich auch ganz cool. So, Higgs, kannst du handeln? Jetzt sollte man ja ein bisschen was haben. Ja, 500 Gold sind im Lager. Das ist wunderbar. 227 kostet es. Und wer kriegt einen Stahlhelm, der noch keinen hat? Und schießen können? Hast du einen Stahlhelm? Inventar? Nö. Du hast das Messer, kriegst auch keinen. Du hast das Gute wahrscheinlich und du hast die Weste, dann kriegst du hier, bekleide dich mit Helm aus Stahl. Sind schon mal ein bisschen die direkteren Kopfschüsse. Nicht so wahrscheinlich, aber doch noch sehr wahrscheinlich. So gut ist der Helm noch nicht. So, Waldarbeit, auf die Eins mit euch. Ihr dürft nicht faul sein, ihr sollt hier einfach... Okay, die Besucher verlassen die Fraktion, da gehen sie von dannen. Meine Leute haben jetzt eigentlich den Befehl, hier mal ein bisschen Druck zu machen beim Baumfällen. Das habe ich noch vergessen. Pflanzen sind hier alle scheiße. Pflanzen ist auch ein wichtiger Skill, den keiner von denen hat. Okay, wir werden mit etwas Wahrscheinlichkeit verhungern. Ne, wir können ja Tiere jagen. Und die dann eben zerlegen in essbare Bestandteile. Shit, ich habe echt nicht auf den Pflanzenskill geachtet. Das ist jetzt relativ tragisch. Ja, Meerschweinchen und alles, was hier kreucht und fleucht, können wir auch zähmen und wie gesagt jagen, wenn wir das denn wollen. Oh, hier liegen noch 4 Überlebensrationen verteilt. Die nehmen wir gleich mit. Hier haben wir ein bisschen Uranerz, Silbererz. Da kommt leider nicht so viel Silber raus. Vielleicht je nach Mining Skill unterscheidet es sich, aber vielleicht so 10 bis 40 Silber pro Block. Ein verrückter Hase. Ein hiesiger Hase ist verrückt geworden. Er wird jeden in Sichtweite angreifen. Das ist so der Tutorial-Fight auf jeder neuen Map. Hitomi oder das Anfangsevent, je nach Storyteller, also wenn ihr Randy Random benutzt oder irgendeinen Gemoddeten, kann das schon ganz düster ausgehen. So, wir holen den zweiten in den Kampfmodus, der schießen kann. Komm mal ran, Kollege, wir sind in Gefahr. Nein, der Hase beißt, der ist gemeingefährlich. So, benutz deine Waffe oder hau ab und schieß dabei. Die ist verletzt. Mach den Hasen platt.
Hasenbiss kann schon echt wehtun. Wurde zwar noch nie gebissen, aber mein Mitbewohner hat einfach den Finger zu lang hingehalten, als er einen Snack gehalten hat. Das kann man natürlich nicht machen. So, die ist verletzt. Die hat eine Prellung am Torso und das fügt ihr ein bisschen Schmerzen zu. Da würde ich sagen, ist es noch nicht zwangsläufig notwendig, dass sie sich davon erholen muss. Vielleicht ja doch, ich habe keine Ahnung. Ihr könnt ihr auf jeden Fall entweder ein kleines Sofortbett geben, also einfach so ein Schlafplatz im Dreck, ein richtiges Bett bauen. Oh, ist es dämlich, dass ich da auf den Pflanzenskill nicht geachtet habe. So, Holzhacken entfernen. Wie kann ich das nochmal abbrechen? Achso, mit abbrechen. Das macht Sinn. Das war auch das Wort, das mir eingefallen ist, weil die sind so langsam im Abbau und da machen wir heute nichts anderes mehr. Dann eine Wand aus Holz, por favor. Hier machen wir mal 7 lang. Beziehungsweise jetzt ein bisschen länger. So, das sind 12 innen, 13 innen ist für mein Symmetrie-Ding ein bisschen besser. Dann machen wir es doch so. 13 mal 7 sollte reichen für eine Basisunterkunft. Kann man jederzeit noch was anbauen. Tür aus Holz, warum nicht? Wenn irgendwas brennt, dann brennt alles. Das sind halt hier die Nachteile. So. Möbel, wir machen mal ein Bett aus Stahl, weil wir die Ressourcen noch haben. 3 Stück brauchen wir. Hier sagt man wieder, das kann weggetragen werden. Was machen denn die anderen? Faulenzen die irgendwo? Nee, die hacken noch Bäume. Fällen noch Bäume, okay. Die habe ich nicht erwischt beim Deselektieren. Abbrechen haben wir zum Glück in jeder Spalte, wo wir hier hindrücken. Das ist ganz praktisch. Den können wir noch abbauen. Und dann wird es hier aber mal Zeit, hier ordentlich Betten für euch zu machen. Und was natürlich wichtig ist, Entspannung. Zumindest so ein Basic-Hufeisenstab, an dem sie halt Hufeisen hinwerfen können. Das hebt die Stimmung ungemein. Kann ja nicht nur arbeiten. So, Objekte wegtragen. Tragt mal die Steine hier auch weg, solange hier genügend Platz ist. Können wir aber auch noch erweitern dann. Dann kommen wir gar nicht in Gefahr, dass da zu wenig los ist. So, Geschwindigkeit ist wieder im vollen Dampf auf den 3 Pfeilchen. Dann wollen wir mal hoffen, dass das was bringt. Das hier ist eine riesige Stahlader, da freue ich mich drauf. Beziehungsweise das sind Stahlreste. Achso, wahrscheinlich heißt es nur im Deutschen so. Im Englischen heißt es einfach Steel. Sieht wie Stahl aus, also wird auch Stahl rauskommen. Wenn das wirklich ein Klotz ist, haben wir richtig eigentlich schon eine Jackpot gemacht. So, Betten funktionieren. Jetzt werden die allerdings nass, weil es reinregnet. Die hat einfach nicht schnell genug gebaut. Und natürlich, bevor sich hier das Dach reinzieht, müssen die ganzen Bäume entfernt werden. Ich glaube aber, sobald hier das mal erstellt ist, weil das nur ein 30-Minuten-Format ist und wir demnächst am Ende sind, machen wir das hier mal, reißen wir das beim Tagesanbruch mal doch ein, um zu sehen, was auf uns erwartet. Ich würde sagen, in den meisten Fällen ist es der unsichere Tod, wenn dann Kryo-Schlafkapseln drin sind. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Wie am Anfang schon deutlich gesagt, das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Auch nach knapp 1800 Stunden bin ich immer noch begeistert. Für mich geht das Spielkonzept zumindest komplett auf, obwohl ich es auch etwas anders spiele als vom Entwickler erdacht. Ich möchte nämlich meistens eine starke, uneinnehmbare Kolonie gründen, die für die Ewigkeit besteht. Ein Glück kann man das in dem Spiel alles so machen, wie man das eben selber möchte. Das Grundspiel ist aus meiner Sicht schon echt ein Meisterwerk, aber die Abertausenden von Mods und generell die große und großartige Modding-Community machen es zum besten Spiel, das ich kenne. Zumindest in dieser Kategorie. Es würde jetzt nicht wirklich was bringen, dieses Spiel mit zum Beispiel Red Dead Redemption 2 zu vergleichen. Der Vergleich macht aus meiner Sicht einfach keinen Sinn. Und Red Dead Redemption 2 gehört auf jeden Fall auch zu meinen Favoriten und würde sagen, ist mein liebstes Open-World-Spiel bis jetzt. Aber RimWorld ist halt das Spiel. Wenn ich auf eine einsame Insel gehen müsste und könnte nur ein Spiel mitnehmen, dann wäre es eben RimWorld.
Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt's mir gern in die Kommentare und schreibt auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.